So, mal ein kleines Kürbis-Update. Man sieht ja hier, das Feld ist deutlich gewachsen. Ich habe auch zwei Kürbisse dran. Der eine ist noch nicht so nennenswert. Der andere schon. Da kann man vermuten, dass er größer wird. Heute habe ich Styropor untergelegt. Das ist wichtig, weil er kann von unten her faulen durch die nasse Erde, wenn er in der Erde liegt. Oder auch angefressen wird durch Wühlmäuse, die sich da hochbuddeln und denken, ja, kann man mal futtern. Und dann wächst er, du drehst rum und denkst, okay, schöner Kürbis. Drehst rum und dann hast du ein Loch von den Wühlmäusen. Ich schätze mal, der hat jetzt so, naja, so 10, 12 Kilo. War schon ordentlich schwer beim Anheben. Ich habe die Ranken, soweit ich kann, heute noch mal eingebuddelt. Ich habe dazu Erde genommen von Maulwurfshügeln und noch ein bisschen Dünger untergemischt. Ich nehme immer ganz gerne so Guano Vogeldünger. Da habe ich eigentlich gute Erfahrungen mit. Da hinten, da sieht man, da blitzt der andere durch, ist aber auch nicht nennenswert, also noch recht klein. Ja, das Feld an sich sieht gut aus, ist gut ausgefüllt. Wie gesagt, der hier, der könnte zumindest die 100 Kilo Marke deutlich erreichen. Sieht wirklich so ganz gut aus. Naja, bleibt abzuwarten.